freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich nach Berlin gekommen seid. Die Medien haben ja schon im Vorfeld versucht, das klein zu schreiben. Und egal, wer an den Zahlen dreht, die veröffentlicht werden. Das hier ist ein Bild. Das hier ist ein Bild und es ist ein Signal. Und wenn ich mich umsehe, sehe ich, die AfD ist die Mitte der Gesellschaft. Ich sehe hier Menschen, die so mutig waren, ihre Kinder mitzunehmen. Ich sehe hier Menschen aller Altersklassen, aller Gesellschaftsschichten. Besser kann das Signal an diese vermerkelte Regierung und ihre Helfershelfer nicht sein. Und ich danke euch für euren Mut. Es gehört wieder einmal Mut dazu, sich in Deutschland zu seiner Überzeugung zu bekennen. Zu einer Überzeugung, die eben nicht auf der Linie der Regierenden ist. Und diesen Mut habt ihr. Und dafür danke ich euch. Ich danke auch, ist schon angesprochen worden, kann man aber gar nicht oft genug sagen. Ich danke auch der Polizei, die uns wieder mal und gerade in Berlin, Berlin ist ja ein Trümmerfeld politischer Experimente, schützen muss vor diesen Demokratiefeinden und Pseudodemokraten der linken Einheitsfront und ihren Sturmtruppen der linksfaschistischen sogenannten Antifa. Dafür meinen Dank an die Polizei und die Sicherheitskräfte. Und da, wo die etablierte Politiksimulation am Ende ist, wird ja schon seit geraumer Zeit im Lösungsbaukasten der Alternative für Deutschland gewildert. Wie ich gestern gelesen habe, fordert jetzt Andreas Nahles von der SPD, Sie kennen SPD, das ist diese ehemalige Volkspartei, dieser Arbeiterverräterverein, dieser Champagner-Sozialisten. Und wenn ich dann lese, dass Frau Nahles Tunesien, Marokko und Algerien zu sicheren Drittstaaten erklären will, dann frage ich mich schon, warum diese originäre AfD-Forderung, die übrigens auch konkret von uns in vielen Landtagen eingebracht wurde, dass man die Bundesregierung dazu auffordert, von derselben SPD abgelehnt wurde. Hier geht es nur um Nebelkerzen und nicht um Politik. Und wenn ich gestern lese, dass Frau Merkel jetzt ganz überraschend den Bedarf von 1,5 Millionen neuen Wohnungen für sich entdeckt hat, dann möchte ich gerne wissen, auf welchen Stern diese Frau bisher gelebt hat, wenn sie die Verschärfung dieses Problems, die seit 13 Jahren im Amt ist, jetzt erst erkannt hat. Und von den Ankündigungstiraden. Ankündigungstiraden des Heimatmuseumministers Seehofer, dem zahnlosen Löwen, ganz zu schweigen. Andere Redner werden da noch drauf eingehen. Wir werden auch im Vorlauf der Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg 2019 erleben, dass im Kampf um den Machterhalt alle Register gezogen werden. Unsere Mitglieder werden diskreditiert werden. Der politisch-mediale Komplex wird die Dämonisierung der AfD, ihre Vertreter und Mitglieder in lauter Panik vor dem drohenden Machtverlust auf die Spitze treiben und auch uns als den von der Basis bestimmten Vertretern mit einem Fegefeuer überziehen, das sich nicht nur auf die argumentative Ebene beschränken wird. Aber ich versichere euch, die Zukunft unserer Heimat, unserer Kinder und Enkel ist jeden Einsatz wert. Thank you.
Und auch diese neuzeitliche Form der Menschen- und Hexenjagd, mit der jetzt schon so viele Vertreter und Mitglieder der AfD durch mentale, aber auch letale Gewalt Ächtungs- und Ausgrenzungsbemühungen überzogen werden, wird dem politisch-medialen Machterhaltungskomplex nichts nützen. Auch politische Evolution lässt sich nicht aufhalten. Und das ist es, was wir als Alternative für Deutschland tun. Eine friedliche und demokratische Evolution, die positive Reaktion im Bestreben eines politischen Paradigmenwechsels in altes Werterahmen des Grundgesetzes. Und mein Parteifreund Björn Höcke hat es völlig richtig gesagt. Die AfD ist die letzte evolutionäre Chance für unser Land. Wir fordern eine grundsätzliche Rückbesinnung und Neuausrichtung auf das, was die Väter des Grundgesetzes unmissverständlich definiert haben und was mit jedem Amtseid von seinen Vertretern gefordert wird, das Wohl des deutschen Volkes zu mehren und Schaden von ihm abzuwenden und dem ist nichts hinzuzufügen. Wir brauchen eine blaue Wende, die politische Wiederentdeckung eigener nationaler Interessen auf allen Ebenen und den Handlungsfokus auf eben diese nationalen Interessen. Wir brauchen den Schutz unserer Grenzen, unserer Identität und Kultur. Wir brauchen den Schutz unseres Gemeinschaftsgefüges durch ein Ende der sozialen Kälte und Ungerechtigkeit. Wir brauchen den Schutz unserer Wirtschaft mit einem neuen Fokus auf den Mittelstand. Leistung muss sich wieder lohnen. Wir brauchen den Schutz und die Förderung deutscher Familien, die den Wandel in der vielbeschworenen demografischen Entwicklung einleiten könnte, wenn es politisch nur wirklich gewollt wäre. Wir brauchen eine Bildungspolitik, die diesen Namen auch verdient und keine staatlich institutionalisierte Verdummung. Deutschland, das vormalige Land der Dichter und Denker, in dem es inzwischen 7,5 Millionen funktionale Analphabeten gibt. Und wir brauchen so vieles mehr. Wir brauchen eine Außenpolitik, die den Interessen unseres Landes gerecht wird. Und natürlich wollen wir Frieden mit Russland. Wir brauchen Frieden mit Russland. Wir brauchen Frieden mit Russland als Voraussetzung der Stabilität in Europa. Und ja, ich sage das immer wieder gerne, ja, es gibt viele Muslime, die rechtstreu und integriert bei uns leben und die zu Deutschland gehören. Und nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland und er wird es für alle Zukunft nicht. Dafür wollen wir heute ein kraftvolles Zeichen setzen und wir wissen, viele in diesem Land, die sich nicht auf die Straße trauen, noch nicht, schauen auf uns und hoffen, dass wir aus dem Vertrauensvorschuss ihrer Wählerstimmen einen Leistungsbonus machen. Dazu sind wir bereit. Und wenn ich mir unsere AfD-Bundestagsfraktion ansehe, wenn ich mir die AfD-Fraktion von mittlerweile 16 Länderparlamenten ansehe, dann ist klar, wir haben mit der Arbeit längst begonnen im Kampf gegen die immer schneller drehende Abwärtsspirale mit klaren Argumenten und klaren Lösungen. Und ja, die Herausforderung ist groß, aber wir können sie bewältigen mit dem Mut zur Wahrheit und mit der nötigen Geschlossenheit einer starken Gemeinschaft. Nur eine einige und starke AfD wird stark genug sein, sich den kommenden Herausforderungen zu stellen. Und ich danke auch den Vertretern, den Mitstreitern der zahlreichen Bürgerinitiativen, von denen viele unter uns sind. Pegida Dresden, den engagierten Frauen der Initiative Candles überall, Zukunft Heimat, 1%, den Merkel muss weg Initiativen und so vielen anderen Menschen, auch jungen Menschen, älteren Menschen, aller Altersgruppen, die sich für die Veränderung in diesem Land einsetzen. Nur zusammen sind wir stark. Und die außerparlamentarische Opposition ist und bleibt ein maßgeblicher Bestandteil. Es kann kein Entweder-Oder geben. Der Einsatz für unsere Heimat hat viele Formen und auch das macht uns wirkmächtig. Ich wünsche uns eine friedliche
aber unmissverständliche Demonstration an diesem schönen Sonntag mit einem klaren Signal. Mit uns wird zu rechnen sein. Die Alternative für Deutschland ist gekommen, um zu bleiben. Wir holen uns unser Land zurück. Vielen Dank.